An der Tür eines beliebten Kölner Clubs müssen die Gäste an ihm vorbei. Ramon Ademes. Ausweis? Lange ist er gültig? Der ist mein Alter noch. Ähnlich. Der Türsteher kontrolliert, wer rein darf und wer nicht. Wenn eine gute Tür gut aussortiert, hast du im Laden wenig Stress. Ihr dürft euch nie an die Tür stellen und saufen. Ja. Für die Zukunft. Geht immer 20 Meter weiter. Weil wenn wir das sehen, habt ihr eine schlechte Karten. Ja? Habt jemand Faxen hier in Köln? Gibt's Theater. Vor dir, wo ich sag's. Nein, keine Angst. Respekt, so ein Unterschied. Genau. Das Studentenviertel in Köln. Hotspot für Feiersüchtige und ein Ort, an dem es schon öfter zu Messerattacken kam. Hier gibt es deshalb eine Waffenverbotszone. Mittendrin die Ronburg, ein Musikclub. Damit es hier drin sicher ist, muss Ramon Ademes draußen an der Tür kontrollieren und aussortieren. Der Türsteher wird hier gebraucht, weil sonst könnte jeder hier reingehen, wie er will. Muss ja an der Tür arbeiten, damit wir natürlich aufpassen, dass die Leute nicht zu betrunken sind, die schon kommen. Auch wegen Stresspotenzial. Ne? Und wir gucken natürlich auch, weil es sind Studenten. Es gibt Leute, die sehen heute nicht aus wie Studenten. Die werden natürlich ein bisschen besser begutäugelt auch von uns. Oder die haben ein Outfit an, was hier überhaupt nicht reinpasst. Und deswegen sind wir hier als Türsteher eingestellt. An seiner Seite Praktikantin Julia Christ. Auch sie kontrolliert, wer rein darf. Alle Ausweis. Ausweis? Kein Ausweis ID. Dabei. Ja, kein so, ja. Also, dann nicht. Die 25-Jährige stand vorher noch nie als Türsteherin an der Tür eines Nachtclubs. Heute ist ihr erster Abend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Leute heute kommen. Hier ist auf jeden Fall viel los. Aber Schiss habe ich eigentlich nicht, weil ich habe ja hier viele Jungs an meiner Seite. Ich habe den Ramon hier und ich weiß, dass wenn was passieren würde, dann wären die alle direkt da. Vier weitere Türsteher sind heute im Einsatz. Mit 600 Gästen rechnen sie an diesem ganz normalen Samstagabend. Julia Christ soll lernen, gefälschte Ausweise zu erkennen. Jetzt muss sie allein ran. Versuch mal. Okay. Wenn irgendwas unsicher ist, sage ich dir schon Bescheid. Alles so, klar. Jung, bitte alle Ausweise zeigen. Ja. Yes. Wir machen nicht nur hier die Gesichtskontrolle, was die Leute manchmal denken. Ne? Wie gesagt, wir achten auch auf die Outfits und wie die Leute sich überhaupt verhalten. Es gibt auch Leute, die direkt aggressiv reagieren. Wenn man einmal sagt, du kommst nicht rein, tut mir leid, dann werden die aggressiv. Die kommen direkt gar nicht rein, auf keinen Fall. Aber es gibt Leute, die fragen dann nicht, warum. Wenn man mal zwei, drei Wochen wechselt, drücken wir ein Auge zu. Okay. Ist schon ein bisschen mehr Arbeit heute, klar, weil sie heute erst einmal probiert. Weil wir sind eigentlich für das Team hier. Sie möchte mal ins Nachtleben schnuppern und wir suchen auch eine Frau. Und die Julia ist gut geeignet dafür, die ist schön groß. Guck mal, die ist genauso groß wie ich fast. Größer. Und größer. Ob die Größe allein reicht, zeigt sich noch. Es ist kurz nach 23 Uhr. Der Musikclub hat seit einer Stunde geöffnet. Trotz Regen und 10 Euro Eintritt stehen die Leute Schlange. Dann bahnt sich bei Praktikantin Julia ein Problem an. Ich brauche einen Personalausweis. Ja, ich habe keine Personalausweis. Ramon. Ist nur Krankenkarte. Krankenkarte. Hast du keinen Pass dabei? Ja, I don't. You have not, have, I not ID. Have you have not ID? I have a driving license from Brazil. Where are you from? Brazil. You have passport? Ich bin aus Deutschland. Ah, du hast Ausweis. Hat schon gezeigt? Nein, noch nicht. Ah, zeig mal rein. Dann. Ja. Pass auf, es geht, nicht, ja. Es geht hier nicht ums Alter, es geht um die Verzehrkarte. Okay. Wenn du die verlierst, sind 50 Euro drauf und dann musst du die bezahlen. Ja. Und wenn die dann keinen Ausweis bei haben, ist immer ein Problem für uns, weißt du? Deswegen, bitte. Obwohl die Frau aus Brasilien keinen Ausweis dabei hat, drückt der 49-Jährige diesmal ein Auge zu. Ich habe schon mal Mitleid mit Leuten, wenn die von weit weg kommen. Die hatte einen Tauchausweis mit Passbild. Und ein Kollege hatte auch Ausweis, deswegen habe ich hier reingelassen. Die Leute denken immer, wir kontrollieren die, weil die ob die 18 sind, aber es geht um die Verzehrkarte hier. Jeder Gast erhält beim Einlass eine rote Verzehrkarte. Wer sie verliert, muss sich ausweisen können. Ramon erklärt Julia, wie die Karte funktioniert. Also hier siehst du jetzt selber nicht viel, ne? Ja. Aber damit bezahlen die Leute nachher ihre Getränke und dann wird dann eingeschoben wie eine Kreditkarte. Und so, was passiert, wenn die verlieren? Ist 50 Euro wert, dann müssen die bezahlen. Deswegen kontrollierst du auch die Ausweis. Viel Arbeit für Praktikantin Julia Christ. Und ständig gibt es neue Situationen an der Tür. Wir hatten hier reserviert die Lounge oben. Ist ihr alleine oder seid ihr mehrere? Wir sind mehrere. Wir hören alles dazu? Das ist für den Lady da. Dann habe ich einmal hier reingucken in die Gruppe. Na klar.
Die Lounge ist ein privater Bereich im Club. Auch dort gelten strikte Regeln, die Türsteherkollege Sascha Dülpers den Gästen erklärt. Immer Captain's Deck, nicht geraucht, nur nichts runtergeschmissen, nichts runtergeschüttelt. Wenn was sein sollte, wenn Leute hoch und wir nichts zu suchen haben, sagt bitte, dann das Gemietete bitte runter. Sollte das nicht der Fall sein, kommt bitte hoch zu uns. Okay, alles klar. Ob sich die Studenten an die Regeln halten, wird Türsteher-Chef Ramon Ademes später bei einem Rundgang durch den Club kontrollieren. Wenn die betrunken sind, rauchen, die versuchen viele zu rauchen, weil die zu faul sind, rauszukommen. Aber wir geben eine Abmahnung, bei der zweiten gehen die Leute raus. Die Party ist in vollem Gange. Und an der Tür will der Nächste rein. Geht nicht, tut mir leid, leider. Nein. Na, geht nicht so. Bitte, bitte zu. Warum? Ja, du hast Joggingklamotten, geht doch nicht. Du kannst doch nicht mit Jogginghose rein. Jeder Laden hat ja Kriterien und die müssen erfüllt werden. Man kann ja zum Beispiel nicht mit Flipflops hier rein oder mit Sportklamotten, sind wir auch gar nicht gerne. Und dafür sind die Türsteher halt da. Ne? Kollege Serkan Celik erklärt dem Gast die Regeln in dessen Muttersprache. Der Mann ist einsichtig und wer weiß, vielleicht wechselt er zu Hause schnell die Garderobe. Kann man hier auch mit Karte zahlen? Ja, kann man, mit Karte. Aber Ausweise. Die Ausweise bitte nochmal. Ja. Viel Spaß. An der Tür abgewiesen zu werden, das kennt der gelernte Metzger Ramon Ademes aus eigener Erfahrung. Du wirst lachen, das ist noch gar nicht so lange her, waren wir in Frankfurt mit 4 Leuten, alle meine Statur. Also 200 Kilometer hingefahren. Steht der Türsteher auf, sieht uns, macht schon von Weitem so. Und wir haben natürlich noch einmal gefragt, warum. Er sagt, Jungs, ihr wisst ja wieder, wenn ihr da reingeht, haben die alle Angst. Und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf. Ja, dann sind wir was essen gegangen, sind wir wieder zurückgefahren. Angst will Ramon an der Tür nicht verbreiten, nur Respekt. Ich sage immer so, man sollte schon die Statur haben und den Aussehen vom Türsteher. Ne? Ich finde, macht schon immer was her, wenn einer groß und kräftig ist. Heißt nicht, dass der besser ist wie einer, der klein und dünn ist. Aber vom Aussehen her, der erste Eindruck ist für die Leute immer, der ist Türsteher. Wir machen eben eine Runde, ja? Ob alles ruhig ist und wir wollen noch mal gucken, ob die in der Lounge nicht rauchen. Wir haben denen ja eben Ansage gemacht, dass die nicht rauchen sollen. Wir werden jetzt mal kontrollieren. Julia Christ ist heute das erste Mal als Türsteherin in einem Nachtclub und muss sich in dem männerdominierten Beruf noch behaupten. Ich reiz es irgendwie. Ich war immer viel feiern. Selber und mittlerweile mache ich das nicht mehr so viel und ich glaube, dass das auch eine Frau gut machen kann und dass das für Frauen vielleicht auch angenehmer ist, wenn die Taschen von einer Frau kontrolliert werden und nicht unbedingt von einem Mann. Um dorthin zu kommen, müssen sich die beiden durch die tanzende Menge schieben. Das ist die Lounge und jetzt hier ist auch alles okay, können wir wieder runtergehen. Die Studenten feiern ausgelassen, aber nach den Regeln. So wie es der Türsteher mag. Mitfeiern ist für Ramon Ademes nichts mehr. Gar nicht. Wenn ich frei habe, will ich meine Ruhe haben. Ich bin schon so lange in dem Geschäft, da habe ich keinen Bock mehr zu feiern am Wochenende. Da gehe ich lieber schön essen und zu chillen. Wachsam sein, anstatt zu chillen. An der Tür oberstes Gebot, wie sich jetzt zeigt. Hallo. Was ist hier in der Tasche? Oben nichts. Lisa, mal raus. Der Eck ist es leider langsam immer gefährlich am werden, ja. Siehst du ja, wie schnell das geht. Mit so einem Gedanken gehen die feiern, weißt du, was ich meine. Und deswegen traurig, aber warm. In einem Musikclub in Köln sorgen der Türsteher Ramon Ademes und seine Praktikantin Julia Christ für Sicherheit. Hallo. Was ist hier in der Tasche? Oben nichts. Lisa, mal raus. Was ist das? Ja, ist doch nur so hier zum. Ja, was? Weiß ja nicht. Ja, aber warum nimmst du ein Taschenmesser mit? Wenn du feiern gehst, ne? Ja, in Köln hier so, ne? Also ja. Kann immer was passieren. Ja, aber in die Disco kannst du ja nicht mit reinnehmen. Der Nachtclub liegt außerdem in einer Waffenverbotszone. Hier in der Ecke ist es leider langsam immer gefährlich am werden, ja? Muss ich sagen. Weil die Jugendlichen haben auch alle mittlerweile ein Messer dabei. Ne? Siehst du ja, wie schnell das geht. Das ist jetzt ein kleines Taschenmesser, aber wir haben jetzt einen Fall gehabt, der hat ein Küchenmesser dabei gehabt, so ein Schälmesser für Kartoffeln. Und dann sage ich, was willst du damit? Du hast Kartoffeln schälen. Sag ich, immer, du nimmst doch nachts kein Messer mit für Kartoffeln zu schälen. Hat er mir erklärt, wenn er Stress hat, dann geht er irgendwo vorbei und haut da einem rein und läuft weg. Und mit so einem Gedanken gehen die feiern, weißt du, was ich meine. Und deswegen
Traurig, aber warm. Ja, Junge, was ist das? Das ist ein Bier. Ich konnte das nicht zu Ende trinken. Ich dachte, ich kann das kurz mitnehmen. Also, Julia, das geht normal auch nicht. Ne? Die können normal keine Getränke. Geht das nicht? Nee, geht nicht. Gehst auch nicht in die Bäckerei und nimmst deine Brötchen mit und isst das da. Ne? Das Bier muss weg. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Ramon Ademes bereits als Türsteher. Ich sage immer, ich bin der Türsteher zum Anfassen. Also ich will mit den Leuten gut zurechtkommen. Ich sage, ich habe so eine Devise an der Tür, wie man es im Auto ist, schaut es wieder zurück. Und die Leute nett sind, bin ich auch nett zu dem. Warum nicht? Kann man noch ein kleines Späßchen machen. Es ist kurz vor Mitternacht. In und vor der Rohnburg wird es voll. Ein bereits abgewiesener Gast nutzt die unübersichtliche Situation und will sich an der unerfahrenen Praktikantin vorbeischieben. Weißt du, wer das ist? Nee. Ich weiß, wer das ist. Und du auch. Tschüss. Ach, als ob. Hey, komm, Junge, ich hab ein Auge. Da waren gestern. Allein, weil ich jetzt schon wieder versucht hab. Tschüss. Ja, da waren die von eben, die zwei, die ich schon mal abgewiesen hab. Da waren die. Die sind jetzt so mit Frauen gekommen. Ramon hat die achtköpfige Männergruppe zuvor abgewiesen und dafür einige vorlaute Kommentare geerntet. Der erfahrene Türsteher merkt sich sowas. Praktikantin Julia Christ hingegen ist erst seit 2 Stunden im Geschäft. Also unter der Woche dann verkaufe ich Baustoffe im Außendienst. Ich fahre von Baustelle zu Baustelle, ich verkaufe Baustoffe, ich biete für Objekte an. Und das ist das, was ich montags bis freitags mache. Und von Freitagabend bis Sonntag habe ich dann Zeit, das hier zu machen. Vorausgesetzt, sie macht ihren Job heute gut und wird von Türsteherchef Ramon Ademes eingestellt. Der hat ein neues Problem. Hörst du voll oder nicht? Zu wem hörst du? Mit wem seid ihr hier? Ihr zwei noch? Nee, geht nicht. Geh mal. Geh mal in die frische Luft. Wieso? Weil du bist so voll. Der ist so voll. Ja, nicht verstehen. Ja, ja, ein bisschen schade halt. Ja. Guck mal, sei mal ehrlich, der kann kommen und stehen. Ja, ist gut, aber Junggesellen halt Abschied. Ja, aber der kann doch trotzdem kommen und stehen. Du weißt, wie der in der Stunde aussieht. Oder ich mach dir ein Angebot. Warte, wie viel Uhr haben wir? Ja, wir mittlerweile, ich glaube, ja, 12 Uhr. Du kommst um 12:30 mal zu mir und dann überlege ich mir das. Aber wie du trinkst das? Du trinkst in der Zeit kein Alkohol. Ja, geh mit dir mal frische Luft, ein bisschen spazieren. Aber bist du ehrlich? Weil dann kommen wir um 12:30 halt. Du kommst erstmal zu mir, mal und dann entscheide ich. Okay, wenn er fit ist, du bist fit, okay? Also, tschüss. Ob die zwei wiederkommen, ist ungewiss. Bei Betrunkenen muss der Türsteher hart bleiben. Ja, die meisten trinken schon auch draußen sehr viel. Das ist ein Problem hier in diesem Viertel. Die gehen am Kiosk auf und kommen dann natürlich hin. Ne? Und dann verzehren die zwar hier nicht mehr so viel, aber die sind dann schon gut angenockt. Ne? Und deswegen müssen wir mal gucken. Dann müssen wir ein bisschen aussortieren natürlich. Denn Alkohol kann zu Aggressionen führen. Allein vergangenes Jahr stieg die Gewaltkriminalität um 8,6% zum Vorjahr an. Und auch Türsteher Ramon Ademes spürt eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Ich war ja schon bei vielen Messerstechereien dabei, aber ich bin auch mal selber in so eine Falle gelockt worden. Und dann hat man so mit 20, 30 Mann sind die über mich her. Und ist aber nicht großartig was passiert, aber wie ich aufstehe, haut mir einer eine volle Flasche Wodka im Kopf. Und dann war natürlich Popshop, ne? Dann muss ich Krankenhaus, ein Loch im Kopf, bin überall genäht worden und so. Kein leichter Job. Denn jede Situation ist anders, wie sich jetzt zeigt. Ja. Grüß vom Kirchhoff, jetzt wird angerufen. Das ist 2 Jungs und die Toilette. Ja, komm mal runter. Guckst du mal, Sascha? Wir gehen mal auf Toilette. Das Personal im Sanitärbereich hat Ramon Ademes angefunkt. Dort gibt es offenbar ein Problem. Ja, der auf Toilette ist irgendwie, die sind mit 2 Mann auf dem Klo oder so. Geh mal gucken. Der Verdacht, Drogenkonsum. In der Rohnburg, wie in jedem anderen Club, streng verboten. Oh, guck mal rein. Komm mal auf. Die Folgen wären Hausverbot und eine Anzeige. Mach die am Klo. Reden, oder? Am Klo, oder was? Ja, draußen geht's wieder. Draußen liegt wieder. Komm mal raus. Ja. Komm mal raus, ganz raus. Lass mich mal gucken. Was ist los? Ja, warum sehen wir mich zweimal am Klo? Wir haben geredet ein bisschen, ja? Ja, warum geht er? Redet er im Laden? Warum geht er denn aufs Klo? Das ist zu laute Musik. Komm nicht wieder vor. Sorry. Wenn ich euch einmal erwische, geht er raus, okay? Okay. Sorry. Sag's mir Bescheid, ne? Sorry. Hier kannst du drauf gehen, ist frei. Danke. Okay? Das ist ja nicht normal, dass 2 Männer aufs Klo gehen und sich unterhalten im Klo. Ich habe auch auf die Ablage geguckt, war nichts drauf. Ich will jetzt auch keinen hier vorverurteilen, aber. Also nochmal im Klo gehen die nicht zusammen. Wenn ich jetzt nochmal erwische, dann gehen die raus. Nicht nur Drogen sind hier streng verboten. Praktikantin Julia Christ findet etwas in einer Tasche, was ihr komisch vorkommt. Warte mal, das hier.
Ja. Pfefferspray, hast du gesagt, ist okay? Wo machst du Pfefferspray bei? Zur Sicherheit, wenn ich allein nach Hause gehe abends. Okay. Verstehe ich, aber kannst du nicht mit in den Laden nehmen. Wenn du den rausgehst, kriegst du von uns wieder. Kannst du bei der Julia abholen, okay? 2 Uhr. Eine niederländische Gruppe will rein. Doch einer von ihnen hat keinen Ausweis dabei. Okay. Sorry. Julia Christ verwehrt allen 7 den Zutritt. Nur einer scheint das nicht zu begreifen. Die Praktikantin legt nach. Sorry, hey, can you go? Yeah. Sorry. Thanks. Hi. Ramon Ademes ist zufrieden mit Julia. Hat gesagt, wenn der Pass nicht war, dann hat die schon richtig gut gemacht. Hat sie auch direkt gesagt, die müssen gehen, ohne Pass kommen die nicht rein. Doch die 7 Männer geben nicht auf. Jetzt versuchen sie es beim Türsteherchef persönlich, mit Schmiergeld. And if we you pay you 20 euros extra? No, 20. Tell me. Second. Der wollte mich gerade bestechen mit 20 Euro. Ja, er wollte, hat ein Foto sich schicken lassen, hat mich gerade gefragt. Habe ich gesagt, geht nicht mit dem Foto. Und dann sagt er, wenn er mir 20 Euro gibt, habe ich gesagt, geht auch nicht. Schon allein, um die Ansage seiner jungen Kollegin nicht zu unterwandern. Die nimmt das Ganze gelassen. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass ich mehr damit konfrontiert werde. Damit, dass mich zum Beispiel gerade Männer jetzt irgendwie nicht akzeptieren oder respektieren. Aber ich finde, es hält sich sehr in Grenzen. Die Praktikantin und die Türsteher halten sich an die Regeln des Clubs. Und das kommt an. In anderen Clubs ist das ein bisschen streng. Aber ich finde, hier machen die das, da finden die eine gute Linie. Finde ich gut. Man muss sagen, das ist nicht willkürlich. Gucken sich die Leute an. Die wissen ganz genau, okay, die Leute, die sind vielleicht ein bisschen drüber. Ja, richtig. Oder verstoßen gegen klare Regeln. Kollegen melden einen Raucher im Club. Also schiet um die Ecke. Neuling Julia Christ soll übernehmen. Machst du die Zigarette mal bitte aus? Wie, warum? Hier drin wird nicht geraucht. Ja. Seit wann wird drin geraucht? Seit wann wird in Clubs drin geraucht? Mach die Zigarette jetzt bitte aus. Mach die Zigarette jetzt aus oder du fliegst raus. Geht ganz schnell. Julia Christ hat sich durchgesetzt. Im ersten Moment ein bisschen schwierig, aber danach hat er ja doch schnell die Zigarette ausgemacht und war dann ruhig. Deswegen war das ohne Eskalation, das war gut. Hier oben ist halt Rauchen verboten. Ja? Und die Leute, wenn die besoffen sind, die denken dann nicht dran, die rauchen einfach hier oben. Bin verständnisvoll, nur wenn ich ihn jetzt noch 2 Mal erwischen würde, dann auch nicht mehr. Deswegen sage ich also, das nächste Mal, wenn ich ihn erwische, geht er raus, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht mehr, dass er raucht. Die Julia hat ihm schon anständig Bescheid gesagt, ich noch hinterher. Es ist 4 Uhr morgens. So langsam leert es sich im Musikclub. Tschö, ciao. Viele Gäste wollen nach Hause. Der Feierabend naht für die Türsteher. Und Julia Christs erster Abend vor dem Club geht zu Ende. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab 1-2 Situationen, in denen ich eingreifen musste oder 1-2 Leute, die vielleicht ein bisschen Ärger gemacht haben, die man wegschicken musste. Ich würde den Job weitermachen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch Türsteherchef Ramon Ademes ist mit dem Abend zufrieden. Mit Julia hat super geklappt, muss ich echt sagen. Dafür, dass sie noch nicht gemacht hat, war echt Bombe. Ja, und der Laden war, ist ruhig geblieben. Wir haben wenig Stress gehabt und ein paar Kleinigkeiten. Solange keine Schlägereien sind, ist immer super. Also wenn die Abende immer so ruhig sind wie heute, dann bin ich sehr zufrieden. Morgen geht es wieder von vorn los. In einem der beliebtesten Clubs im Kölner Nachtleben. Das Bahnhofsviertel in Frankfurt. Rotlichtbezirk und einer der gefährlichsten Orte Deutschlands. Mittendrin die Pik-Dame, ein angesagter Club, in dem ausgelassene Partygäste bis zum Morgengrauen feiern. Und er führt den Familienbetrieb in 3. Generation, Max Koger. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es keinen so schweren Ort für einen Gewerbetreibenden wie hier im Frankfurter Bahnhofsviertel. Es ist schon wirklich eine Kunst, denn
man muss einfach verstehen, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die Geld haben, hier im Bahnhofsviertel, wir sind super zentral, hier sind Banker, Künstler, alles vorhanden. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich absolute Endkonsumenten, wir haben eine riesen Drogenproblematik. Und das muss man verstehen und vor allem auch handeln können. Es ist kurz vor Mitternacht. Die Pikdame ist erst seit einer Stunde geöffnet. Das Partyvolk steht Schlange und viele der Wartenden muss die Türcrew abweisen. Aber wenn, dann mit Stil, findet der Chef. Ich fand es immer sehr schade, wenn ich als erwachsener Mann an eine Tür komme und man muss sich unwohl fühlen. Man kann ja auch einem abgewiesen werden, aber das Ganze auf nett, dass man das Ganze auch einfach nachvollzieht und nicht auf asozial. Und deswegen lege ich einfach so viel Wert auf eine freundliche und kommunikative Tür. Statt auf Gorillas und Gesichtskontrolle setzt der Clubchef bei der Auswahl seines Partypublikums auf eine Geheimwaffe mit Kultstatus. Den Dompteur. Mein Spielgefährte, hier ist jemand, der bietet ein Rückwärtssalto an, um reinzukommen. Verarscht mich. Rückwärtssalto? Die sind zu dritt, aber die müssen auch noch irgendwas machen. Rückwärtssalto und du kannst auf jeden Fall einen mitnehmen. Aber ohne Spaß, nicht, dass ich verletze oder so. Kriegst du hin? Ja, er bietet ein Rückwärtssalto, um reinzukommen. Rückwärtssalto? Warte. Ich will es hier auf jeden Fall. Warte. Gib uns. Okay. Hey! Ja, Mann, geil, Alter. Okay, einen hat er reingebracht. Da ist aber noch einer. Einen darfst du, aber wir brauchen noch was. Vorwärts. Ja, Jungs, wir brauchen doch noch mehr. Kannst du auch vorwärts? Nein, das könnte ich nicht. Du musst auch einen Rückwärtssalto machen. Purzelbaum. Purzelbaum. Bei einem Urlaub, der hat einen gemacht, am Strand hat seine Nase gebrochen. Ehrlich, ja, das war natürlich. Was geht? Was machen wir? Aber irgendwas Spezielles. Er kann Liegestütze machen. Das ist zu lang, das haben wir schon so oft. Der Dompteur vermittelt den Leuten, dass man sich fallen lassen muss. Status ist nicht wichtig, man soll sich fallen lassen. Ego ist nicht wichtig, man soll tanzen, man soll singen. Sein Auftrag ist einfach, das aus den Leuten rauszukitzeln. Sie mal an einen Punkt zu bringen, raus aus der Komfortzone. Der junge Mann bietet noch einen Rückwärtssalto für seinen Kollegen an. Nicht originell, aber trotzdem gern genommen. Eiskalt. Es ist ja irgendwo auch immer ein kleiner Test, ob sie überhaupt drauf eingehen. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt ein Rückwärtssalto machen muss, weil wir darauf Wert legen. Aber es geht einfach ein bisschen spielen, ein bisschen lockern, ein bisschen rantasten. Wie sind die Leute so drauf? Und man kriegt einfach super schnell ein Gefühl dafür, wenn die Leute sagen, ey, ich kann zum Beispiel jetzt nichts Krasses, aber ich kann was anderes anbieten. Es soll Spaß machen. Und wenn es schon hier anfängt, dann haben sie drin sowieso Spaß. Spaß ist erlaubt in der Pikdame. Doch ein paar Dinge gehen gar nicht. Türchef Fritz berichtet, dass ein Gast die Toiletten versaut hat. Ey, dann soll er gehen, ich mein's ernst. Das ist kacke. Welcher Freund? Aber der hat was zu bezahlen noch. Check das ab, der hat was zu bezahlen. Wer ist das? Digga, dein Vater ist wichtiger als der hier links. Ja, ich komm rein. Ein betrunkener Gast, der sich übergeben muss. In diesem speziellen Fall ist das Chefsache. Der Mann kam auf Einladung von Max Kogas Vater, dem früheren Chef der Pikdame. Es geht, ist alles verstopft, das Scheiße machen. Alles? Ja, alles ist alles verstopft. Ja, wir gehen cool. Gerne runter und gucken. Nee, bitte mach das sauber. Weil wir haben jetzt gerade angefangen. Wir hätten dich niemals reingelassen, so besoffen wie du bist. Du bist jetzt über meinen Vater hier reingekommen. Dann sei auch so gut und hab Respekt vor meinem Vater und mach das ordentlich sauber, weil es geht nicht. Nee, der Fritz ist gerade mit ihm runtergegangen, gibt ihm jetzt Putzzeug und er soll die Kotze wegmachen. Weil ich möchte auch nicht, dass meine Putzleute wegmachen. Die machen es natürlich auch weg, wenn ich sie darum bitte, aber dann verlange ich auch, dass er das bezahlen muss. Ja. Weil, auch immer wieder, wie gesagt, Respekt. Wer hackedicht und nicht dem Abend angemessen hierher kommt und sagt, ich gehöre zu dem und dem und es dann auch noch reinschafft, der muss sich wenigstens an diese Regeln halten können. Inzwischen ist es 2 Uhr und der Club voll. Gleichzeitig wächst draußen die Warteschlange, eine Geduldsprobe. Eine Frau will offenbar nicht länger warten und drängelt sich am Chef vorbei. Sorry.
Sato. Sato? Sato. Sind die zu zweit? Wir müssen sie aber noch mal kurz warten, weil hier ist noch jemand von Mickey. Okay. Wenn die von Sato sind, müssen sie auch noch mal kurz gedulden. Okay, if you're from Sato, you have to have only... When did you ride with him? 10 minutes ago. Yeah? Yeah. Can I sit, please? Is it okay? Yeah. He was like this. Yeah, Patron? Yeah. Oh, sorry. What is that for a phone? iPhone, ah. Yeah. Just, anyways, just a little bit patience, please. Yeah. Yeah. We have another group waiting. Relax. You're not the only person who have to wait. Yeah. Es ist komplett voll. Es ist so voll, dass wir eigentlich keine Ausnahme mehr machen können. Es gibt noch ein paar Leute, die wir erwarten. Es gibt ein paar Leute, die sich auch noch angekündigt haben. Und wir müssen gucken, wie wir das jetzt schaukeln. Aber ansonsten haben wir eigentlich momentan Einlassstopp. Die junge Frau behauptet, mit einem Mitarbeiter von Max Koga befreundet zu sein. Beim Türpersonal versucht sie nun die Ich-kenn-hier-wen-Karte zu spielen. Ich begrüße es manchmal, wenn die Leute auch nicht wissen, wer ich bin. Dann verhalten sie sich einfach ungezügelter und ehrlicher. He's working right now. He's really waiting for someone that you know. Just, can you please go back? Ganz gut. Als Max Koga kurz abgelenkt ist, schmuggelt sie sich an ihm vorbei. Jetzt ist der sonst so entspannte Chef dann doch angesäuert. Nächstes Mal war das richtig ekelhaft, hat es genommen. Ja, ich habe doch ekelhaft dieses Verhalten. Und auch so, die denkt, die wäre was Besonderes. Also muss man Sato vielleicht mal kommunizieren. Ne? Nee, ich werde Sato sagen, aber das mit so einer Art gar nicht. Im Nachtclub Peak Dame im Frankfurter Bahnhofsviertel hat Max Koga alles im Griff. Meistens, doch gerade, hat sich eine Frau an ihm vorbei in den Club geschlichen. Angeblich hat sie einen Mitarbeiter eingeladen. Man muss Respekt gegenüber dem Laden haben. Das beinhaltet, dass man Respekt vorm Personal hat. Und es fängt ja an der Tür an. Wenn man sich auf jemanden beruft, der drin ist, und dann respektlos zu der Tür ist, funktioniert es nicht. Das ist ja auch eine Verarsche dem gegenüber, der die dann überhaupt reinholen würde. Und das möchte ich, um ehrlich zu sein, nicht drin haben. Es gibt Leute, die warten hier echt lange. Und die sind cool, die wissen, wie es ist. Und wenn man sich dann wie ein Arsch aufhält und dann trotzdem reinkommt, ist es scheiße. Deswegen. Guckt euch mal hier an. Die sind locker, die dancen hier draußen zur Musik, sind gut gelaunt, trotz alledem. Ihr seid zu zweit? Ja. Okay. Zeigt mir gerade mal bitte euren Ausweis. Ja, guck mal. Gute Laune wird belohnt. Hast du eine Tasche? Nur in die Tasche muss ich nochmal reingucken, bitte. Was ist das für ein Rucksack? Ja, ein kleiner Rucksack. Das bringt ja was. Alles gut. Im Grunde ist das Sesam öffne dich hier ganz einfach. Gute Laune und ein bisschen Geduld mitbringen, dann klappt's auch mit dem Einlass. Die Wartezeit überbrückt ein Dompteur mit Spaß, Spielen und manchmal einer kleinen Überraschung. Das sind dann immer so kleine Bonbons, die für mich schön sind, für die Gäste cool sind, für die Leute, die warten. Und das ist auch das, was die Peak Dame ausmacht. Der Club ist rappelvoll. Max Koga schaut alle halbe Stunde nach dem Rechten. Man weiß ja nie, manche haben da Leute, diskutieren da Leute, manche haben Leute Stress. Und dafür sind diese Rundgänge einfach da, dass man den Puls des Ladens immer wieder spürt. Wie so ein Blutkörperchen, das durch den Laden geht, durch den Körper und guckt, dass alles schön versorgt wird. Eine Form der Kontrolle. Es ist 3 Uhr nachts und in der Peak Dame sind alle in Feierstimmung, auch einer der Mitarbeiter. Lass den Mann mal arbeiten. Im unteren Teil des Clubs war früher die Kegelbahn von Max Kogas Opa. Heute ist hier der Techno-Floor. Der Chef! Was geht ab? Chef, wie lange läuft das hier noch? Dauert noch.
Doch während drinnen alles rund läuft, braut sich draußen gerade etwas zusammen. Max Bruder Mickey musste die Polizei rufen. Da wirft einer mit Getränkedosen hier die Autos ab. Und weil wir gut mit der Polizei sind, haben wir beschlossen, es denen zu sagen. Und wir haben gesehen, wo es war, deswegen haben wir wieder hingeschickt. In einem der oberen Stockwerke sollen Hotelgäste Randale machen. Die Polizei ist rund um die Uhr im Bahnhofsviertel und entsprechend schnell zur Stelle. Ja, wahrscheinlich irgendwelche betrunkenen Leute, die oben im Hotel irgendwas konsumiert haben und wahllos irgendwas runterschmeißen. Da oben hat es ja gerade auch gekracht. Fliegende Getränkedosen sind hier begehrte Ware. Bei 25 Cent pro Stück finden sie schnell einen neuen Besitzer. Auch Türchef Fritz kennt solche Zwischenfälle aus dem Viertel. Das ist jetzt einige Jahre schon her, aber ich lief die Straße entlang und da stand hier noch ein ganz anderes Gebäude, aber da ist aus dem dritten Stock eine Pfanne bzw. ein Topf mit heißem Öl rausgeflogen auf die Windschutzscheibe von einem Range Rover. Das Ding ist in alle Richtungen, also die Windschutzscheibe ist in alle Richtungen explodiert. Wahnsinn, also es, wenn das Ding jemanden getroffen hätte, wäre es schon ganz gefährlich geworden. Max Koga ist im Bahnhofsviertel aufgewachsen. Er weiß, wie er Ärger von vornherein vermeidet. Ihr seht es ja selber, wir haben einfach einen schönen Abend bisher gehabt. Alles ist reibungslos, die Leute feiern, die Leute haben Spaß und das macht es halt aus. Und es fängt, wie gesagt schon, es fängt an der Tür an. Deswegen ist dieser Posten so wichtig. An der Tür filtern wir sozusagen die gute und die schlechte Energie. Und wenn man da genau ist, dann ist das schon die halbe Miete für den Abend. Das sehen nicht alle so. Einige Gäste verbreiten schlechte Stimmung, so wie dieser hier. Er hatte gestern einen Tisch reserviert und ist nicht gekommen. Du hast einen Tisch reserviert, was mich hängen lassen, Mann. Bro, die Jungs kommen morgen. Ah, ja, stimmt, das war ja gestern. Die kommen morgen. Ja, da musst du das sagen, musst du kommunizieren, das ist scheiße. Ich reserviere einen Tisch. Bitte? Die kommen morgen. Wir wollen gut haben, ehrlich. Er hat ja den Tisch schon reserviert, aber er ist nicht gekommen. Das ist ja das Ding. Die kommen halt heute. Ja, auf das Wort ist ja kein Verlass gewesen. Jetzt sind wir da. Hier ist mein Wort. Gib mir was anderes als das Wort. Was wäre Aber muss ich einchecken? Ja, musst du einchecken. Wir haben nicht viele Tische, das muss man dazu auch sagen. Das heißt, wenn wir einen reservieren und blockieren für jemanden, erwarten wir schon, dass er korrekt ist und kommt. Wenn er nicht kommt und auch nicht absagt, dann braucht er auch nicht zu erwarten, dass wir ihm entgegenkommen. Und wir müssen natürlich auch dazu sagen, wir kennen ihn nicht. Ist ja kein Freund des Hauses. Das ist halt das Ding. Es ist immer noch Geschäft und wir müssen auch natürlich an manchen Punkten wirtschaftlich denken. Wenn das nächste Mal kommt, weiß er auf jeden Fall Bescheid, dass wir, was sowas angeht, streng sind und würde es mit Sicherheit das nächste Mal ernster nehmen. Um 4 Uhr morgens hat Max Koga noch immer nicht Feierabend. Er bleibt fast immer bis zum Schluss. Denn für ihn ist der Club mehr als nur ein Job. Ich teile einen absoluten Traum mit meiner Familie, mit meinen engsten Freunden und das ist was ganz Besonderes und ich bin reingeboren, ich bin aufgewachsen mit Party im Nachtleben und das ist ein Teil von mir und ich liebe diesen Teil und ich bin sehr dankbar dafür. Die Ladendetektive Ali und Richie kontrollieren heute in einem Supermarkt in Hamburg-Eilbek. Das ist ein eher ärmerer Stadtteil. Gleich um die Ecke ist ein Treff für obdachlose Männer. Einige von ihnen kennen die Detektive bereits und die neuesten Trends beim Diebesgut ebenfalls. Momentan haben wir viel Probleme mit Fleischpaketen und allgemein Spirituosen wieder. Richie bringt Ali auf den neuesten Stand. Wir haben hier noch Fotos von Leuten, die mehrmals geklaut haben, haben wir aber noch nicht bekommen. Okay. Ne, hinten steht drauf, was sie entwendet haben. Dass du die einmal gesehen hast. Okay, weiß ich Bescheid. Fleisch viel gucken, bitte. Und die Gänge, wo die Pfeiler sind. Ja. Da wird auch gerne eingesteckt. Okay.
Ja. Alles klar. Dann bis nachher. Ja. Wenn man sich gut die Bilder merken tut, und dann klappt das ganz gut. Ja? Also alle Detektive wissen Bescheid. Es gibt hier eine rote Mappe. Da schauen wir rein, was an offenen Warnbons oder was an Diebstählen sind. Und jeder Detektiv, der hier anfängt, der schaut erstmal in die Mappe rein. Da merken die sich die Bilder, und dann, ja, hatten wir jetzt gestern Abend ja so einen Fall, da war auch so einer, die hat mehrmals hier geklaut, und die hat er gestern Abend dann hochgenommen. Im Markt ist Ali getarnt als Kunde unterwegs und beobachtet die Käufer. Ihm fällt der erste Verdächtige auf. Hallo Richie, da kommt gerade ein junger Mann rein. Ja. Offenbar ein Stammkunde. Ich kenne ihn ja, kommt ja immer häufig hier einkaufen. Der hat nie was gemacht. Aber heute benimmt er sich seltsam. Ali, guck mal bitte bei der Schokolade. Ali sieht, dass der Verdächtige so schnell er kann zur Kasse geht. Geht sie bestimmt Richtung Kasse? Melde mich gleich. Ja, ich sehe gerade. Ja. Okay, danke. Deutlich zu sehen, der Mann steckt die Schokolade ein. Ali und Richie warten ab, ob er bezahlt oder durch die Kasse geht. Ja, der geht raus. Richie, Zugriff. Den Zugriff machen Ali und Richie, wenn möglich, immer zusammen. Denn es kommt öfter vor, dass ein Dieb aggressiv wird oder fliehen will. Aber es gibt Probleme mit der Funkverbindung. Ali kann Richie nicht erreichen. Nach ein paar Versuchen klappt es dann doch. Richie, Zugriff, kommt hier vor die Tür? Ja, was denn? Oh, Zugriff. Während Ali telefoniert, bedient sich der Dieb noch an den Orangen. Genau, so will ich den haben. So, junger Mann, hier warten. Ich bin der Detektiv von Markt, hallo. Ja. Ich bin der Detektiv von Markt. Einmal hier geradeaus. Er wollte auch erstmal an mir vorbei. Hatte mich erstmal ignoriert und wollte abweichen und dann wieder von meiner rechten Seite weggehen. Aber ich stand vor ihm, dann habe ich ihn nach Abstand versucht reinzuholen. Immer geradeaus. Und jetzt hier rechts, bitte. Hier rechts. Hat er denn? Ja. Einmal geradeaus, bitte. So. Ali und Richie wollen den Mann ins Büro bringen. Jetzt links. Folgen Sie meinem Kollegen. Gehst mal vor, bitte. Ich hab gerade noch gesagt, der klaut nicht. Du klaust trotzdem. Nix? Kommt doch immer hier hin. Ja? Ja, ruhig bleiben. So, immer Platz hier. Er soll da sitzen. Hier? Ja, einmal hier. Einmal hier. So. So, ein Stück nach vorne. So, super. Hör mal, du kommst ja jedes Mal hier rein. Und wie kommt er, dass du heute geklaut hast? Verkleidete. Bitte? Verkleidete. Aber du hast sonst nie geklaut, ne? Nee, sonst nie. Ich hab Geld halt. Ja, das ist schlecht. Ja. Was ist noch in den Taschen vorne? Hast du da noch was? Nein. Weil das so ausgebeult ist vorne. Nein. Ja, dann mach die mal auf und dann mach die Tasche mal, die Jacke mal auf. In Hamburg-Eilbek haben die Ladendetektive Ali und Richie einen Mann auf frischer Tat ertappt. Man kennt sich. Ja. Was ist noch in den Taschen vorne? Hast du da noch was? Nein. Weil das so ausgebeult ist vorne. Nein. Ja, dann mach die mal auf und dann mach die Tasche mal, die Jacke mal auf. Ja, und dann pack da mal aus den Jackentaschen da raus, ob da noch was drin ist. Ja. Ja, siehst du?
Ohne Norbert. Und weiter. Ja, wer ist das denn? Weiter. Ja, das gehört dir. Andere Tasche? Mehr habe ich nicht. Nee. Okay. Wo ist dein Ausweis? Weg. Geklaut? Ja. Ritchie ist fast enttäuscht von dem Mann. Der hat mich heute richtig überrascht, ja. Also ich habe nicht gedacht, dass der klaut, weil alle Detektive haben ihn auf dem Schirm gehabt. Aber ja, heute war er wohl nicht so ganz ehrlich gewesen. Wie viel Mal kommst du denn am Tag hier rein? Einmal am Tag oder zwei. Also immer einmal, ne? Ja. Die Detektive sagten dann nämlich schon mal, aber den brauchst du nicht gucken, der macht schon nichts. Mhm. So, dann brauche ich einmal den Namen von dir. Schreib dir mal. Kann ich schreiben. Kannst du schreiben? Geht nicht. Okay, dann machen wir das. Und OFW oder ja. OFW, ne? Ja. Okay. Also für dich war das jetzt hier ja, letzte Mal. Letzte Mal, ne? Ja, mit dem Reinkommen. Ja. Du darfst hier nicht mehr reinkommen, ja, ne? Ja, gut. So oft schon auf dem Zettel gehabt und ich sag noch gerade, ach, der macht schon nichts. Polizei bekannt? Ich? Hm? Ja. Diebstahlmäßig schon ja. Aufgefallen, ne? Ja. Okay. Ritchie muss die Polizei rufen, weil der Dieb sich nicht ausweisen kann. Ja. Moin, ich habe hier ein Ladi, geringwertige Sache, 6 Euro. Der hat keinen Ausweis, haben Sie auch keine Meldebescheinigung dabei? OFW ja. Und hat mir nur einen Namen, Vorname und Nachname und Geburtsdatum angegeben. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss. Okay, hab mitbekommen, ne? Ja. Dauert ein bisschen und dann gucken wir mal. Ja, der hat keinen Ausweis dabei und OFW heißt ohne festen Wohnsitz. Das können wir nicht prüfen und dann kommen die und prüfen das dann. Und dann kann er dann auch gehen. Gestern war ich auch hier. Du warst auch, ne? Nee. Nein. Das habe ich nicht geschaut. Du bist ja jeden Tag hier. Ja. Ne? Aber wenn ich immer gedacht hätte, glaubst du an nichts und so, ne? Wenn ich das aber so sehe, da glaube ich aber nicht. Ja. Aha? Ja. Ich glaube ihm nicht. Ja, sonst wenn er konnte sich selber dann schaden, wenn er sagt, okay, ich war gestern hier, vorgestern hier und keiner hat nicht geguckt. Aber ich glaube, dass er mehrere Mal gemacht hat. Die Polizisten kommen, um die Identität des Mannes zu klären. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ladendiebstahl einmal. Nur geklaut? Ja. Darf man nicht, wurde man erwischt, ne? Ja. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren, ja, ihm wird der Ladendiebstahl vorgeworfen. Sie können deswegen von dem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Sagen Sie mal, haben Sie noch irgendwas Nein. in den Taschen? Nein. Gar nichts mehr? Nein. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Irgendwas anderes konsumiert? Nein. Ich schaue erstmal hier in dem Bereich, ja. Nicht erschrecken. Wollen Sie Angaben machen, warum Sie gestohlen haben? Ich schalte mir. Was konsumieren Sie? Crack? Schlure? Ja. Haben Sie was dabei? Nee. Nagelschere oder dabei? Spritze? Nein. Zigaretten. Nur Zigaretten. Haben Sie gerade Läuse oder sowas? Ja, habe ich. Mhm. Okay. Drehen Sie nochmal um. So etwas erleben die Detektive öfter. Da muss man sich immer dann die Hände desinfizieren, den Stuhl, also Arbeitsplatz. Manche haben nicht Platz zum Schlafen, manche sind obdachlos. Man weiß ja nicht, wo die vorher gewesen sind. Okay. Wir sind soweit durch, dann begleiten Sie uns einmal raus. Hausverbot haben Sie gekriegt, ein Jahr lang. Ja. Dann gehen wir. Danke, ne? Ciao. Ritchie wundert so langsam nichts mehr. Er weiß, dass Drogen Menschen unberechenbar machen können. Das ist harmlos gewesen, aber das kann ja bei so Leuten auch schnell mal umschlagen. Die Harmlosigkeit mit Crack und was die alles nehmen. Deshalb heißt es immer Vorsicht geboten. Ritchie und Ali werden in Zukunft auch vermeintlich harmlose Stammkunden noch genauer beobachten. Hamburg. Ein neuer Arbeitstag für die Ladendetektive Ali und Ritchie. Geklaut wird immer. An manchen Tagen schnappen sie nur einen, an anderen gleich mehrere Diebe.
Tendenz steigend und mit immer neuen Tricks. Diebstähle haben allgemein in den Märkten sehr, sehr zugenommen im Lebensmittelbereich und auch im Spirituosenbereich. Ja, es gibt jetzt auch eine neue Masche, dass die Leute einkaufen und mit dem Einkaufswagen oder Korb vorne in der Obst- und Gemüseabteilung rauslaufen. Ali schaut sich im Markt um. Seine Erfahrung zeigt, Diebe erkennt man weder am Aussehen noch am Alter, sondern am auffälligen Benehmen. Hallo Richie, da ist eine ältere Dame mit Rollator, ne? Ja, habe ich gesehen. Dann, ja genau, da bei Toast. Und dann hat sie vorne in ihre Rollator-Korb, dann hat sie eine Whiskyflasche. Mhm. Und da hängt natürlich auch eine eingebrachte Tüte. Und sie geht nicht zur Kasse, sie läuft immer den ganzen Laden hier. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie bei Kaffee, Chibo. Kaffee Chibo. Ja, genau. Mal, warte mal. Ich beobachte sie weiter, dann sage ich dir Bescheid, ja? Ja, ich schau mal. Ja, dann hat sie eine rote Mütze an, ja. Ja, ja. Bis dann, ciao, ciao. So. Mach mal, die gute Frau, denn. Mal, jetzt ist sie da. Schreibwaren. Geht zur Kasse, Schnellkasse? Nee, nochmal. Ja, dann gucken wir mal, ob die alles aufs Band legt. Ali bleibt mit Richie in Kontakt. Hallo. Ne, die hat alles aufs Band gelegt. Kasse 4. Ne, warte mal. Ja. Alles klar. Ja, Whiskyflasche sehe ich, ja. Ja, ja. Johnny Walker Rot. Alles klar, okay, danke dir. Ja. Sicher ist sicher. Kunden mit eigenen Einkaufsbehältnissen beobachten die beiden immer besonders genau. Einkaufswagen, Rollis, ne? Da schauen wir auch mal genauer hin. Oder einkaufen mit Rucksack und eigenen Taschen, da schauen wir schon genauer hin, ja. Ne? Werden auch gerne Sachen haben wir drin liegen gelassen. Doch das war diesmal zum Glück nicht der Fall. Ali beobachtet bereits die nächste Verdächtige. Richie. Ja? Richie, guck mal bitte Kosmetikabteilung. Das ist ein Mädel. Ein Mädchen mit Rucksack. Bedauere. No, ich hab sie jetzt auf dem Schirm. Sie hat das Gesichtscreme mitgenommen in ihre Korb. Ja, 2 Stück oder so, ne? Ja. Cremes sind teuer und deshalb bei Dieben beliebt. Jetzt ist sie bei Backwarenabteilung. Ich bekomme die nicht rein. Wo ist die jetzt? Geht sie wieder zur Getränkeabteilung. Von Chibo vorbei. Ali, wo ist sie jetzt? Mittelgang. Ah, ihr kommt den Hauptgang runter, ich sehe sie. Richie, beobachte Mittelgang, noch eine mit Kopftuch. Jetzt sind es schon 2 Verdächtige. Muss mal gucken, die glaube ich geht zum Fleisch hoch. Fleischabteilung. Ja. 2 potenzielle Diebe gegen 2 geschulte Augenpaare. Solche Situationen sind für die beiden Detektive herausfordernd. Wo ist sie mit Gesichtscreme? Ja, die ist im Putzgang. Müssen wir gucken, wenn sie nicht bei der Kasse zahlt, dann müssen wir sie ansprechen, wo die Creme liegt. Ich sehe die Creme nicht. Ich bin auch von ihr vorbeigelaufen, habe ich nicht gesehen. Mhm. Und vielleicht steht nochmal Blockhaus, vielleicht bitte gucken. 3 Pakete weggenommen.
Brockhaus wird nämlich auch gerne zapzerab gemacht. Wo? Barsch und Putzgarn ist lieb. Ich glaube, die steckt das Fleisch ein. Pass auf, eingesteckt. Pass auf, Richie, wir machen Folgendes. Wir machen einmal Zugriff von das Fleisch und dann musst du auch weiter beobachten mit der Handcreme, wo sie an die Kasse geht, welche Kasse und ob sie das zahlt. Ja. Wo ist sie jetzt mit dem Fleisch? Ich warte draußen auf sie. Sie kommt Richtung Kasse. Ah, die stellt sich an. Okay, dann haben wir Zugriff. Ob Dieb oder zahlender Kunde, zeigt sich erst nach der Kasse. Richie überwacht die Frau mit den Fleischpaketen. Die Frau mit Gesichtscreme kommt auch bei der Kasse. Doch die Lage ist unübersichtlich. Richie hat nicht beide Frauen im Blickfeld. Eine steht in der Kassenschlange, die andere am Selbstbedienungsschalter. Er entscheidet sich für die mögliche Fleischdiebin. Hast du die Handcreme? Nee, hab ich. Muss ich gucken, ob die mit drauf war, die Handcreme. Ja, aber sie ist nicht zurückgekommen. Ja? Sie ja, schauen noch mal rein, ob die, was die bezahlt ja, aber hat. Sie ist weg. Ja? Weg. Soll ich sie ansprechen oder nicht? Wir haben jetzt dann Kasse 3, die eine, ne? Ja, haben wir. Die Verdächtige verlässt den Laden. Ali ist unzufrieden. Ja, oft passiert das und dann braucht man höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Welche Täter, dass wir zuerst reinholen und auf die andere aufpassen. Während ein Mitarbeiter den Bon der Verdächtigen nachträglich ausdruckt, folgt Ali ihr nach draußen. Richie überfliegt den Bon und tatsächlich. Und hat die bezahlt. Also, Richie hatte richtig entschieden. Hat die bezahlt, ne? Gehen wir gleich noch mal durch. Diese Creme oder Fingerpflaster oder sowas. Die eine, ja. Gut, weil ich habe mich geärgert. Ich habe mir den Bon noch mal rausziehen lassen. Ja, okay. Inzwischen ist die Verdächtige mit den Fleischpaketen an der Reihe. Sie bezahlt die Süßigkeiten. Die Steaks aus der Kühltruhe lässt sie im Rucksack. Ali hat genug gesehen. Guten Tag, hallo, ich bin Kaufhausdetektiv. Wollen Sie bitte mitkommen? Hamburg. Die Ladendetektive Ali und Richie haben eine Frau beim Klauen von 3 Fleischpaketen beobachtet. Am Ausgang stellt Ali sie zur Rede. Guten Tag, hallo, ich bin Kaufhausdetektiv. Wollen Sie bitte mitkommen? Einmal geradeaus. Nehmen Sie auch die Kassensitzung und alles einmal geradeaus. Können Sie eine Ausnahme machen? Nein, kommen Sie bitte. Einmal recht hier bitte. Folgen Sie, meine Kollegen. Sie bringen die Frau in ihr Büro. Ihrer Bitte können die beiden nicht nachkommen. So, nehmen Sie bitte auf den Stuhl da Platz. Hier bitte. Nehmen Sie Platz. So, wir sind Detektiv von Edeka. Haben wir Sie beobachtet und Sie haben was eingesteckt. Seien Sie bitte ehrlich und dann bringen Sie dann von Ihrer Tasche die Sache raus. Können Sie bitte eine Ausnahme machen? Ausnahme gibt es nicht. Total unangenehm. Mhm. Ja, war das erstes Mal? Ja. Haben Sie kein Geld gehabt? Einmal. Okay. Kein Preis dran. Ich. Ja. Ich mache eine Ruhe mit ihr. Ich ja. Bringe das schnell in die. Sie bekommen dann Hausverbot 1 Jahr. Ja. Sie dürfen dann nicht mehr in den Edeka-Märkte reingehen, ne? Gleich bekommen Sie einen Strafantrag. Füllen wir aus. Ja. Unterschreiben Sie dann. Dann dürfen Sie nach Hause gehen, wenn Sie Ausweis mit haben. Ja. Haben Sie Ihren Ausweis mit?
habe ich, aber können Sie bitte eine Ausnahme machen? Leider nicht. Geht nicht. Bitte? Es gibt keine Ausnahme bei Diebstahl. Ich habe Kinder und ich sage denen immer, die sollen sowas nicht machen. Ja. Kriege ich da ein Schreiben nach Hause? Bitte? Kriege ich ein Schreiben nach Hause geschickt? Sie bekommen Post von Staatsanwaltschaft. 39,90. 39,90? Ja. Einmal bitte Ihr Ausweis. Erste Mal gemacht? Ja. Das war ja nicht gerade wenig, ne, am Wert. Mit Hausverbot habe ich ihr erklärt. Ich muss hier einkaufen kommen. Ich wohne hier nebenan. Ja, dann müssen Sie dann woanders einkaufen. Das müssen Sie sich schon vorher überlegen. Ja, das war unüberlegt. Nicht geplant. Ja. Und der Hausverbot? Eine Unterschrift dort? Wie gesagt, Sie bekommen dann Post. Okay. Dann folgen Sie mir bitte. Geradeaus, dann rechts. Alten Teichweg auch, ne? Hausverbot. Ali. Ja, ja, habe ich erklärt. Ja. Recht, ich werde alleine gehen. Ja, bitte. Im Alten Teichweg ist eine weitere Filiale des Supermarktes. Sollte die Diebin dort versuchen einzukaufen, bekommt sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Auch da gibt es keine Ausnahmen. Haben wir sehr häufig, dass die Leute versuchen, uns irgendwie zu sagen, ach, können wir das nicht und können wir das nicht anders klären. Aber wir müssen den Vorschriften nachgehen und sie hat eine Straftat begangen und die müssen wir dann auch letztendlich auch aufnehmen. Perspektivwechsel. Für die letzten 4 Stunden ihrer Schicht tauschen Ali und Richie die Plätze. So bleiben beide in Übung. Hallo YouTube, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Übrigens, hier geht's zum nächsten Video von Achtung Kontrolle. Und abonniert hier bitte den Achtung Kontrolle YouTube-Kanal. Und hier könnt ihr alle Folgen Achtung Kontrolle auf Join ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss.